Ich bin bereit. Teil 7 ist das erste Sequel der Reihe, das keine Pre-Credit-Sequenz hat, sondern nach dem Paramount-Logo sofort mit der Titelsequenz beginnt, die nach wie vor so atemberaubend ist, dass man einfach weißen Text auf schwarzes Bild geklatscht hat. Aber wir sehen noch nicht die ganze Credit-Sequenz, mehr oder weniger hineingeschnitten ist dann das Flashback zu den bisherigen Teilen. Wir sehen Jason durch den Wald gehen, wir sehen Clips aus den anderen Filmen, dankenswerterweise werden wir auch an Tommys großartigen Plan am Ende von Teil 6 erinnert, wie er sich Jason entledigen möchte, und wir bekommen ein kleines bisschen Backstory und so weiter, dann werden die Credits fertig gemacht, und bemerkenswert finde ich, dass irgendwie klingt das Theme von diesem Film, das während den Credits spielt, so ein kleines bisschen wie das Thema von Terminator, wenn die Schallplatte hängt. Aber das Beste ist, das Ganze geschieht in unter 5 Minuten. Und zugegeben, auch wenn der Plan von Tommy zur Jason-Vernichtung jetzt nicht wahnsinnig gut durchdacht und wahnsinnig sinnvoll war, aber es ist schon notwendig für das Flashback, weil der Film komplett darauf aufbaut. Dazu aber noch gleich, weil nach den Credits brauchen wir mal ein kleines bisschen Familienstreit. Ein kleines Mädel fährt mit dem Boot auf den See hinauf, Vater kommt auf den Steg, sie: "Go away, I wish you were dead!" Um es mit den Worten der Pussycat Dolls zu sagen: "Be careful what you wish for, because you just might get it." Und was erst rede ich am Ende wieder mal nur über diese Szene, ist eh wieder nur eine Vision, und sie ist auf dem Weg eigentlich zu ihrem netten, erholsamen Urlaubsziel, Camp Blood. Naja, warum kehren dort immer wieder Leute zurück? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, im sechsten Teil war es gerade noch dadurch logisch, weil der böse Bürgermeister den Namen des Ortes geändert hat und das Ganze jetzt nicht mehr Crystal Lake hieß und Leute, die über die ganze Geschichte nicht so viel Bescheid wussten, möglicherweise gar nicht wussten, wo sie eigentlich sind. Aber in diesem Film wird das Camp wieder explizit in Crystal Lake zurückbenannt. Und auch diesmal gibt's wieder einen Hauptcharakter mit psychologischen Problemen, wie auch schon Tommy in Teil 5. Und Tina, das Mädel, das eben vorher diese Vision hatte, wo ihr Vater gestorben ist, gibt sich die Schuld für seinen Tod. Irgendwie verständlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie telekinetische Fähigkeiten hat und Objekte aus der Ferne bewegen kann. Moment, was? Ich mag das ein kleines bisschen umformulieren. Moment. Was? Telekinetische Fähigkeiten in einem Freitag der 13. Film? Apropos, Telekinese, ist das irgendwie nur ein anderer Begriff für einen asiatischen Fernsehmoderator? Aber was soll das? Und vor allem, wir sehen dann gleich noch eine Rückblende, dass nachdem ihr Vater eingestürzt ist, sie mit großartigen Schauspielern: "No, Daddy, no!" aus diesem Boot heraus trällert, yippie-ki-yay. Außerdem kann sie laut dem Cover der DVD in die Zukunft sehen. Also, bis jetzt konnte sie eigentlich mittlerweile nur mittels Flashbacks in die Vergangenheit sehen. Das ist ein kleines bisschen was anderes. Wir sehen dann übrigens Jason unter Wasser in diesen Ketten, aus denen er sich in diesen 15 Jahren, was weiß ich, seit dem letzten Teil immer noch nicht befreien konnte, weil er einfach scheinbar zu schwer ist. Tina ist am Steg, ist irgendwie grantig, und plötzlich zerbersten die Ketten von Jason und er ist frei. Kleine Pause. Das heißt erstens, dass unsere Hauptdarstellerin Tina diesmal wirklich ganz direkt dran schuld ist, dass Jason wieder freikommt. Und wenn ich jetzt sage, dass ich prinzipiell schon an Telekinese und diese ganzen übernatürlichen Fähigkeiten überhaupt nicht glaube, wird das dadurch nicht erleichtert, dass im Falle von dieser Szene das Mädchen nicht einmal wusste, dass Jason da unten im Wasser ist. Sie wusste nicht einmal, dass der von irgendwelchen Ketten gefesselt ist. Sie wusste nicht einmal,
weil selbst wenn sie diese telekinetischen Fähigkeiten wirklich hätte und selbst wenn sie das wirklich könnte, könnte sie es nicht, weil sie es nicht wüsste. Sie hat keine Ahnung, was da unter Wasser ist. Und nachdem dieser Camp Crystal Lake mehr oder weniger eine Art, nicht Crystal Lake, sondern Dirt Lake ist, wo man sicher nicht bis zum Boden sieht, so eine quasi Art, was weiß ich, nordamerikanischer Neusiedlersee. Und das sieht man so tief. Die sieht sicher nicht diesen ganz am Grund liegenden Serienkiller mit den Ketten um den Hals. Und ich meine, außerdem, ich habe beim Review vom Ende vom sechsten Teil gesagt, dass man den Schaden von diesem Bootsmotor in Jasons Gesicht irgendwie überhaupt nicht sieht. Im siebten Teil wurde die Maske entsprechend angepasst. Es fehlt hier ein kleines Stückchen von der Maske und Jason hat so mehr oder weniger eine Fleischwunde. Also nichts, was diese Liter Blutverlust irgendwie rechtfertigen würde, die man da im sechsten Teil gesehen hat. Abgesehen davon kann man aber die Tatsache, dass man an der Maske im sechsten Teil nichts mehr gesehen hat, zumindest damit erklären, weil die Verletzung ist auf der linken Seite und die Kamerafahrt am Ende vom sechsten Teil kam von der rechten Seite. Nur damit wir diesen notwendigen Plotpoint auch noch irgendwie behandelt haben. Und übrigens, sehr witzig finde ich auch die Inhaltsangabe auf dem Backcover der DVD für diesen Film, weil da steht zum Beispiel, seit Jason aufgrund des Sees in Ketten gefesselt liegt, gibt es im Camp keine Zwischenfälle mehr, also keine Morde. Danke für die Definition, was Zwischenfälle sind. Ich dachte, es geht um UFO-Sichtungen und noch besser gefällt mir das Ende von diesem Text. Doch was kann ein Teenager schon gegen einen axtschwingenden Wahnsinnigen ausrichten? Das ist eine Frage, die könnte man an Tommy aus dem vierten Teil weitergeben, der Jasons Kopf fast mit einer Machete gespalten hat. Und okay, wir sehen jetzt in der 19. Filmminute, in der wir uns befinden, den ersten Mord von Jason und kurze Zeit später wird dann die Leiche von dem nächsten Charakter gefunden, der die Machete nachgeworfen kriegt und als einziger jetzt einmal noch ein bisschen am Boden entlang kriechen kann, bevor Jason ihn dann einholt und ja, bye bye. Zumindest kann man sagen, der Film kommt relativ schnell zur Sache und vielleicht können wir den Teil auch irgendwie vergessen. Ich weiß nicht. Wir sehen in der 22. Minute wieder mal so einen sympathischen Charakter, der nicht einmal Bier trinken kann, weil das wirklich das ist, was ich seit dem vierten Teil wahnsinnig gut vermisst habe. Tina sieht dann irgendwie einen Tod vorher, wobei, das ist jetzt irgendwas, was mich schon im Prinzip so verwundert. Weil die Freitag der 13. Filme waren zugegebenermaßen bis jetzt noch nie Spannungsgranaten irgendwie exorbitanten Ausmaßes. Nur wenn jetzt unsere Hauptdarstellerin die Morde mehr oder weniger vorhersieht und wir vorher wissen sollten, wer wie stirbt, dann verkommen die ganzen Morde ja eigentlich nur mehr zu irgendwelchen unnötigen Jumpscares und jede Form von Atmosphäre, die sie möglicherweise dezent aufbauen könnten, wären mehr oder weniger schon per Definition im Äther. Aber gut. Gut. Was wir auch ganz, ganz dringend brauchen, ist irgendein weiblicher Nerd-Charakter mit solchen Brillen und irgendeine Frisur, die mich ein kleines bisschen erinnert an die Geek-Charakterin aus Scooby-Doo. Und der Film hat jetzt da wirklich eine Weile echten Leerlauf. So wie im vierten Teil kann man sagen, im Drehbuch steht das Ganze wahrscheinlich unter Charakterentwicklung. Aber um es ehrlich zu sagen, die einzige Charakterentwicklung, die das Publikum in dem Film wirklich interessiert, ist wahrscheinlich die von Nervtöten zu toten Nerven. Und selbstverständlich brauchen wir auch unsere obligatorische Nacktbadeszene. In der 35. Minute, also gute 10 Minuten, nachdem das letzte Mal wirklich was passiert ist, sehen wir dann wieder Jason, der am Ufer irgendeinen Typen killt, sie, die eben nackt baden ist, sieht seine Leiche am Strand liegen, zuckt vollkommen aus und dann ist auch schon Jason neben ihr und kümmert sich um sie. Was also bedeutet, dass diese 2 Meter große Killermaschine vom Ufer, wo sie den Typen umgebracht hat, zu ihr ins Wasser gegangen ist, sich dort anschleichen konnte, ohne dass sie das ansatzweise mitbekommen hat. Außerdem
haben wir in der Zwischenzeit wieder zwei Szenen mit Tinas toller Telekinese, TTT, gehabt. Zum Beispiel eine andere beschimpft Tina, die sorgt dann dafür, dass ihre Halskette zerbirst. Und während sie einmal wütend ist, schmeißt sie einen Fernseher durch den Raum. Abgesehen davon, dass der Film nicht Poltergeist ist, sondern Freitag der 13., ist das Ganze irgendwie mehr lustig als gruselig, ich weiß nicht. Und was natürlich dem Film nicht wirklich hilft, ist, dass die Kills diesmal so ganz offensichtlich von der MPAA malträtiert wurden, dass teilweise wirklich so gut wie gar nichts mehr übrig ist. Und es gibt dann zum Beispiel so glorreiche Momente in dem Film wie diese Szene, wo ein Charakter ganz kurz vor dem Sex abserviert wird und er geht aus dem Zimmer und meint, nein, ich brauche jetzt eine kalte Dusche, und auf die Frage warum, meint er, na, ich habe ein Date mit einer Seife am Seil. Was auch immer dir Spaß macht. In der 53. Minute haben wir dann den ersten Leichenfund durch den Hauptcharakter, inklusive einem Flashback zu ihrer Zukunftsvision. Und eigentlich war ihre Vision von seinem Tod falsch. Wäre mir nie aufgefallen, wenn nicht diese Vision genau während dem Leichenfund wieder ins Leben gerufen wird. Weil ganz ehrlich, ich meine, der Mord an sich stimmt, aber der Ort stimmt nicht. Sie sieht den Mord mehr oder weniger in einem Haus passieren, in Wirklichkeit passiert er in einem Wald. Das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen ein Unterschied. Und wenn jemand solche Fähigkeiten hat, in die Zukunft zu blicken, dann soll er verdammt nochmal auch an den richtigen Ort in der Zukunft blicken können, oder? Und ich würde die Fähigkeit wieder umtauschen gehen, sage ich ganz ehrlich. Tina findet dann Unterlagen in einem Schreibtisch und erfährt jetzt, dass der Killer am Boden von Camp Crystal Lake Jason Voorhees ist. Wirklich? Und das hat 60 Minuten gedauert. Yippie-ki-yay. Minute 61, obligatorischer Jumpscare mit Katze, was ganz Wichtiges. In der 68. Minute haben wir dann einen Kill mit Rasentrimmer, weil Jason scheinbar ein Fan von Braindead ist. Aber der Mord ist wirklich ganz besonders schmerzhaft und kurz abgehakt. Ab Minute 68, damit wir wieder auf dieses schöne alte Klischee zurückfallen, beginnt dann unsere Schlussverfolgungsjagd. Und Jason wird von Tinas Kräften von Bäumen und Ästen gefesselt. Und nach einer Braindead-Referenz kann ich in derselben Minute auch gleich noch einen Scherz über Evil Dead anbringen. Irgendwie ist mir das Ganze zu billig. Dann wird Jason unter Strom gesetzt. Wow, was für ein lahmes Finale. Ich meine, ganz ehrlich, Jason hat schon so viel ausgehalten. Ja? Jason hat einen Bootsmotor im Gesicht gehabt. Und dann sollen ihm die paar tausend Volt irgendwas anhaben. Ach, geh bitte. Steht eh gleich wieder auf und hat irgendwas. Ich meine, irgendwie ist das so. Es wäre diese ganze Idee mit der Telekinese eine verdammt schlechte Idee gewesen. In der 73. Minute erinnert uns der Film relativ kurz daran, dass noch eine der unsympathischen Nebencharakterinnen am Leben ist. War. Und dann kommt jetzt endgültig das Finale, wo Tina Jason eine Lampe mittels telekinetischer Fähigkeiten an die Birne zimmert. Dann drückt sie Jasons Maske zusammen mit Lederriemen, bis es von Alter hin rausgeht unter die Maske, bis sie zerbricht. Dann kriegt er noch eine Lampe drauf. Das Kabel bindet sich so in den Hals, zieht ihn nach oben, dann fällt er nach unten durch den Boden. Schon gern gesagt. Und außerdem, glaube ich, ist der siebte Teil offiziell der Teil, wo Jason am öftesten am Boden landet und dann wieder aufsteht. Und im Keller, dort wo der Ofen steht, und so wie das jede intelligente Person macht, wird einen Meter neben dem Ofen ein Kanister mit Benzin gelagert. Abgesehen davon, dass Benzin so mit der Zeit ein kleines bisschen verdampfen würde und wahrscheinlich, wenn das ein paar Jahre dort unten im Keller steht, nichts, niemand wirklich viel dort ist. Und noch einmal, es ist neben dem Ofen. Dort, wo es heiß ist. Dort, wo es für Benzin ganz besonders gut ist. Plachem. Sie schafft es auf jeden Fall wieder mittels ihrer telekinetischen Fähigkeiten natürlich, weil würde sie tatsächlich irgendwas tun, könnte dieses Finale ja ansatzweise etwas wie Spannung aufkommen lassen. Sie übergießt Jason mit diesem ganzen Benzin, dann kann sie auch noch mittels Telekinese das Feuer aus dem Kamin rausschießen und das Benzin und damit Jason entzünden. Jason rennt brennend in diesem Keller herum, so wie Freddy Krueger am Ende von Nightmare on Elm Street.
Sie laufen aus dem Haus und das Haus explodiert. So wie dieses Haus explodiert, da war nicht nur ein Kanister Benzin, da war in diesem Keller ein komplettes Sprengstofflager. Wobei ganz ehrlich, jemand, der Benzin 2 Meter neben einem Ofen mit offenem Feuer lagert, dem traue ich auch zu, dass er da ein paar Kilo TNT lagert. Und außerdem ändere ich jetzt meine Meinung für dieses Finale von auf. Ist mittlerweile, glaube ich, die treffendere Reaktion. Eine Minute später, nach dieser Explosion, taucht übrigens Jason wieder auf. Ernsthaft. Und der Typ schießt mit einer Pistole auf ihn, weil ja nachdem Jason eine Explosion überlebt hat, ihm dieses Kitzeln mit den kleinen Pistolenkugeln wirklich wahnsinnig wehtun würde. Aber wir haben es noch nicht hinter uns. Und das Problem ist, dass was ich jetzt sagen muss, das tut mir einfach langsam wirklich weh. Erinnert euch an den Anfang des Films, wo wir erfahren haben, dass Tinas Vater gestorben ist, weil sie den Steg, auf dem er stand, zum Einsturz gebracht hat. Wohlgemerkt, muss nicht so ganz deutlich zu verstehen gegeben werden, warum er davon gestorben ist, weil so viel ist ihm eigentlich gar nicht passiert in der Szene, aber dreimal dürft ihr raten, wie Jason in dem Film stirbt! Tina beschwört ihren toten Vater herauf, der Jason unter Wasser zerrt. 2 Fragen. Erstens, warum ist ihr Vater in perfektem Zustand? Hat nicht irgendwie, was weiß ich, so wie Jason, vielleicht so ein kleines Wasserleichengesicht oder irgendwelche Verwesungsspuren? Zweitens, was? Jason hat gerade eine Explosion von einem Haus überlebt, war 20 Sekunden in Flammen, bevor er explodiert ist. Das hat ihm alles nichts gemacht. Und dann kommt irgend so ein wieder raufbeschwörter Daddy, der ihn mit einer Kette unter Wasser zieht. Und das Schlimme ist, die Szene ist dann aus. Der Film ist dann aus. Das heißt, wir sollen diesen Schwachsinn, dass Jason einfach unter Wasser gezogen wird und dadurch Instant Death, weil scheinbar das tödlichste Wasser seit Texas Chainsaw Massacre 3, keine Ahnung, Jason ist einfach weg! Was? Und ganz ehrlich, ja? Jason-Filme waren immer ein kleines bisschen konfus und es hat nicht wirklich jede Szene immer wahnsinnig viel Sinn gemacht, aber meiner Meinung nach hat noch kein Film es gewagt, den Zuschauer am Ende derartig zu beleidigen wie diese Grütze. Und sogar Teil 5 hatte ein besseres Ende. Und ja, ich bin gerade so weit gegangen und ja, ich habe das wirklich gesagt. Freitag der 13. Teil 7 ist schlechter, schlimmer, eine ärgere Beleidigung, ist noch bösartiger, noch wilder, noch schlimmer, als Teil 5. Und der hatte nicht einmal Jason. Aber man muss zugeben, selbst der Regisseur ist mit der Szene, so wie sie im Endeffekt gedreht und in den Film getan wurde, nicht wahnsinnig zufrieden. Er hätte eigentlich eine andere Idee fürs Finale des Films gehabt, aber ganz ehrlich, jede Idee, in der Tina ihren toten Vater wiederbelebt, der dann Jason unter Wasser zerrt, kann nicht gut sein! Und übrigens, laut Wikipedia war Freddy vs. Jason damals, als der Film schon gedreht wurde, schon geplant und hätte eigentlich bald realisiert werden sollen, aber vorher noch ein anderes Crossover. Carrie, die Tochter Satans vs. Jason. Carrie, dieses Mädchen mit telekinetischen Fähigkeiten aus dem Film von Brian De Palma. Was? Oder die noch viel bessere Frage. Warum? Und angeblich konnte man sich nur rechtlich nicht einigen, um den Charakter von Carrie letztendlich verwenden zu können, weswegen dann aus Carrie einfach Tina wurde. Ich bin langsam wirklich sprachlos.
Außerdem ist es der am stärksten zensierte Teil der Reihe. Der Regisseur hat in Interviews schon relativ oft sich quasi über die Cuts mokiert, die die MPAA fürs R-Rating verlangt hat. Insgesamt haben sie den Film 9-mal einreichen müssen. Und im Endeffekt ist wirklich nichts mehr übrig davon und genau das merkt man auch. Weil einerseits fast alle Kills gekürzt wurden und sogar als einziger Teil der Reihe Jasons Maske zensiert werden musste. Weil die Effekte von Jasons verwestem Fleisch und aufgedunsenem Kopf und so weiter angeblich zu schlimm waren und deswegen gibt es so viele Szenen, wo Jasons Kopf nur irgendwie abgedunkelt und im Schatten oder sonst irgendwas zu sehen ist, damit eben der Film das R-Rating wirklich bekommen konnte. Aber ja, gut, ich glaube, wir haben es hinter uns. Freitag der 13. Teil 7 ist für mich wahrscheinlich einer der schlechtesten Teile der Reihe und es ist so schwer zu sagen, ob ich diesen Film nicht fast noch schlechter finde als den 5. Teil. Weil der 5. Teil hatte einfach nur nicht Jason, was ein schwerer Fehler ist bei jedem Freitag der 13. Film. Aber er hatte zumindest keinen Hauptcharakter mit telekinetischen Fähigkeiten. Er hatte zumindest keine Szenen, wo jemand dann in die Zukunft geblickt hat, wo jemand quasi ein komplettes Finale zwischen dem Hauptcharakter und Jason absolviert hat, ohne dass der Hauptcharakter Jason auch nur ein einziges Mal berührt hat, sondern ihm einfach nur irgendwelche Sachen entgegengeworfen hat mittels geistiger Fähigkeiten. Er hatte außerdem nicht das größte Down-Ending, was ein Freitag der 13. Film nur ansatzweise haben konnte. Eine wirkliche Beleidigung des Zuschauers, nachdem Jason verbrannt wurde, explodiert ist, erschossen wurde, schafft es eine wiederbelebte Leiche, Jason einfach mit den Ketten nach unten zu zerren und dann ist der Film aus? Wir sehen nicht einmal einen Kampf, wir wissen nicht einmal warum, der Film ist einfach aus. Und Das kann's nicht sein. Es ist genauso wie die meisten anderen Freitag der 13. Filme zwischendurch einfach nur langweilig. Wir haben nicht wirklich einen Sinn für Bedrohlichkeit und alle Szenen, in denen unsere Hauptcharakterin vorkommt, leiden einfach extrem unter diesem ganzen Telekinese-Quatsch, den einem der Film entgegenhaut. Carrie vs. Jason. Denkt man darüber nach? Kommt man doch gleich drauf, dass das keine gute Idee ist, oder? Wobei gut, wenn die Macher von der Jason-Reihe schon Teil 5 damals für eine gute Idee hatten, dann ja, kann man das auch irgendwie verstehen.